Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die. Wir hier noch an der ehemaligen Dingsbums hier, hier, Apotheke. Und ich dachte mir, also ich wollte zum einen eigentlich eher zu dem Haus, was ich hier da oben, ihr seht es im Kompass, beim Süden, im Süden als interessant markiert habe. Ja, dann irgendwie mal kurz vorbeischauen. Funktioniert der Automat hier eigentlich? Ne, leider nicht. Hello, boys and girls. Hallo. Und dafür, dass hier drin Licht brennt, ist es hier auch echt dunkel. Der liegt da unten noch doof rum. Hm, wer da was? Achso, das da unten ist eingebrochen. Ah! Die Lady. Kommt aber raus. Hier vorne. Richtung Open. Open up your mind. And open up your head. Die ist ganz schön lahm unterwegs, hier, die komische Sockenpuppe. So. Was gibt es denn hier sonst noch Schönes? Coole Billardtische. Ich mag sie. Sehen gut aus. Was soll ich mit dem Federkram, ey? Hier dann vielleicht noch irgendwas? Mega Rush. Hm. Überladen, überladen. Das wird mir hoffentlich nicht schaden. Na? Da komme ich so einfach, glaube ich, nicht dran. Naja. Da ist ja auch nichts drin. Jetzt sei doch nicht so. Duct Tape. Na, nix. Eine Mikrowelle. Hm, hier, was ist das? Schimmliges Brot. Do I need schimmliges Brot? Heidelbeersamen. Momang, wir machen das jetzt mal so. Aus den Dingern mache ich jetzt mal so viele wie ich kann. Dann gehe ich da rein und nehme lieber das mit. Achso, die hatte ich schon. Ach, brauche ich nicht. Habe ich schon. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Kann ich nichts mitmachen, kann ich nichts mitmachen. So, hier ist hinten. Da schläft einer rum. Ach so, da. Und kein Taschenplatz. Ach doch, dafür schon. Praktisch. Okay. So, was haben wir hier? Die Knochen kann ich mitnehmen. Benzin habe ich auch dabei, sehr schön. Das, ja, kann ich ruhig benutzen. Normales Wasser habe ich, glaube ich, auch noch, ja. Hm, Lockpicks, sind immer gut. Hier liegt noch ein Sackerl. Naja. Komm, versuch da durchzuspringen. Hm?
Backpack. Ein Rucksack. Bandana. Ich weiß nicht, ob ich Stoff dabei habe. Scheinbar nicht. Machen wir mal so. Und so. Und so. Und hieraus mache ich jetzt bitte ein Klebeband. Gehen wir hier wieder rein. Das kommt weg. Dafür nehme ich das mit. Ja, macht Sinn, den Holzrahmen uns mitten vor die Nase zu setzen. Vor die Füße. Oh, der ist ein bisschen aggro gewesen jetzt. Gerade zum Schluss. Ich weiß, wir haben eigentlich keinen Taschenplatz mehr. Noch ein Messbecher. Ich gehe mal hier in die Kiste. Sehr schön. So, nehme ich das lieber mit. Was haben wir hier noch drin? Die Dose kann ich benutzen, um das Ding zu zerlegen. Die Farbe packen wir. Verändern. Es ist jetzt nicht so, dass man sie sehen würde, aber egal. Sonst noch irgendwas hier oben, was nützlich ist. Wo ist denn hier vorne? Ach so, vorne vielleicht, ne? Ach so, hier war ich schon dran. Okay, da ist also nichts mehr. Dann steht, achso, mein Minibike da hinten. Okay. Dann müssen wir hier oben nochmal auf jeden Fall rauf und auch nochmal rein. Da gibt es nämlich noch eine Toilette. Aber mit 12-fach überladen ist das ein bisschen schwierig. So, bitte Minibike. Pst, dann sind wir da jetzt nicht so viel von losgeworden. Na doch, immerhin ein bisschen was. Hier lasse ich, glaube ich, hier. Hatte ich hier irgendwo eine Kiste hingehangen? Das müsste ja dann bei dem, ja, beim Crackerbook. Ey, was ist mit dem Wetter los? Das habe ich so nicht bestellt. Das stand nicht im Wetterbericht, Leute. So. Gucken wir hier nochmal rein, ob ich hier von wirklich, also die Lampe müsste ich zum Beispiel nicht mitnehmen. Stoff müsste ich nicht mitnehmen. Dafür packe ich hier rein das da. Und den Messbecher for sure. Dann gehen wir mal hier an die Kistenlei. So, das habe ich eh im Minibike. Das lasse ich hier, den lasse ich hier, Stoff lasse ich hier. 5 Stück, nee, die bringen mir zu viel Verkaufspreis. Dann lasse ich das noch mit hier. Ja, ein elektrisches Teil, mein Gott. Brauche ich nicht. Und das Papier. Ihr seht, haben wir tonnenweise von. Ja,
ist doch gar nicht mal so schlecht. Die Funzel lassen wir auch hier. Gut. Und schon ist das mit dem Bewegen auch wieder viel, viel besser. So. Aufs Minibike und zurück. Blop. Zurück zu der Stelle, wo wir hergekommen sind. Wo auch immer das war. Das hier, glaube ich, ne? Ja. Da oben haben wir noch eine Kiste auf dem, auf dem Dachboden und aber auch hier drin haben wir noch das Herrenklo oder das Klo im Allgemeinen. Was mich jetzt irritiert, weil in der Regel ist ja eigentlich immer ein Zombie drin gewesen. Also ist jetzt nicht so, als... müsste ich das haben, aber... irritieren tut es mich schon. Hier waren wir ja durch, ne? Ja. Hinten raus. Da war, glaube ich, noch was drin. Ah, die blöde Funzel schon wieder. Willst du mal bitte, Dankeschön, nehmen wir den weg. Den Woodframe. So, hier haben wir nicht alles rausgeholt und hier ist auch nochmal. Und schon wieder um 12 überladen, Töfte. Was ist denn das hier eigentlich für ein... kann ein Knüppel angebracht werden. Na, gucken wir doch mal. Verändern. Ah. Gut, dann... verändern wir den einfach mal. Hm, macht auf jeden Fall mehr Schaden, okay. Gut, was haben wir hier drin? Nichts so Nützliches. Dann lasse ich die Funzel hier und nehme ein Maschinengewehrteil mit. Wow. Naja. Okay, dokay. Dann bitte einmal wieder durch die Küche, ab nach draußen. Flugs zum Minibike. Ist ja auch schon wieder, na, 18.11 Uhr hier. So, gibt es vielleicht noch irgendwas, was ich hier rüber stecken kann? Hm, ein bisschen was. Na, tatsächlich. So. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Fahne. Wo auch immer ich die gesetzt habe, da drüben. Aber ich weiß gar nicht. Ich habe schon wieder vergessen, wann sonst der Händler immer auf und zu macht. Ob wir es noch schaffen würden, jetzt das Ding beim Händler abzugeben. Na, endlich verringert sich die Zahl. Also da stand ja jetzt eine ganze Zeit lang noch ein Kilometer. Ich weiß gar nicht, ob ich auf der Straße schneller bin, als wenn ich jetzt über Stock und Stein fahren würde. Dann können wir uns jetzt natürlich nicht mehr das interessante Haus angucken, aber würden dann zumindest den Kram loswerden, den wir dabei haben. Also den Schatz da, ne? Gedöns, tralala, ihr wisst schon. Hier ist ein cooles Haus. Karls Korn. Ich weiß nicht, ob es da das Superkorn oder sowas gibt. Ich habe es auch noch nie gesehen, dieses Superkorn. Ich weiß nur, dass es wohl existieren soll. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ihr könnt ja mal, das ist ja die letzte Folge dieser Aufnahmesession, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, weil ich jetzt doch ein bisschen mehr im Voraus produziert habe. Ich weiß nicht, wann ich das dann lese und beziehungsweise wir werden dann wahrscheinlich auch schon wieder eine neue Folge oder eine neue Aufnahmesession am Start haben von mir. Aber trotzdem haut doch mal in die Kommentare, ob ihr mir jetzt sagen könnt, ja, Karls Korn, interesting.
geh da mal rein, guck dir das mal an. Da ist das Superkorn oder irgendein anderer geiler Kram. Nimm es ruhig mal mit oder sowas. Lasst es mich gerne wissen. Haut's in die Kommentare. Ansonsten, ich sag's viel zu selten, liken, abonnieren, teilen, das Übliche. Wisst ihr Bescheid? So, das müsste ich also tatsächlich noch schaffen. So, das hat mich nur so angelacht, diese Kiste. Deswegen musste ich die jetzt unbedingt mitnehmen. Auch ein schönes Haus. Na, komm. Das kennen wir ja zur Genüge hier zu unserer Linken. Aber wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, was wir als unsere Basis ausbauen, umbauen, herrichten sollten, gerne mit Timecode und so in die Kommentare. Also, dass ihr sagt, hier, Lou, bei Minute 14 von Video XYZ, guck da mal, rechte Seite, linke Seite, wo immer, das Haus mit den blauen Türen. Das bitte wäre cool, macht das mal zur Basis. Dann gerne, weil ich bin tatsächlich ein bisschen ratlos, was jetzt unsere Basis angeht. So, gibt es hier irgendwas, was ich verkaufen kann und verkaufen möchte? Nö. Spontan eigentlich nicht. Warum setzt diese Musik ein? Und zack, ändert sie sich. Also es gibt scheinbar eine eigene Händlermusik. Das finde ich cool. So. Ach, man kann eben in die Kasse greifen. Wie geil ist das denn? Ach ja. So, lerne Laternen. Du kannst nicht arbeiten, wenn du nicht siehst. Lerne Laternen, Bergbauhelme und Lampenmods für Helme zu fertigen. Ja, komm. Ich nehme das mal. So, und dann haben wir, glaube ich, auch noch einen Skillpunkt dazu gekriegt. Nee. Das benutze ich mal. So, dann hätte ich dir das gerne verkauft. Das gleiche gilt mit dem Helm. Wobei, den könnte ich eigentlich eher erstmal reparieren, ne? Hier die 5 Steroide. Achso, hier haben wir noch ein bisschen Gold und Silber. Und hier haben wir noch ein paar alte Geldscheine. Braucht kein Mensch, kannst du gerne wieder haben. Nee, ich glaube, den behalte ich tatsächlich zu Hause für den Fall der Fälle. Ne? Für das, ne, kann ja nicht schaden, dass wir immer noch mal so einen rumliegen haben, so einen Schläger. So, der Schlagmann. Früher waren Baseballschläger der letzte Schrei, aber damals waren wohl schwächere Zombies unterwegs. Es ist Zeit, einen draufzulegen. Du kannst Stahlknüppel herstellen. Stahlknüppel. Gratitude and safe travels, friend. Ich glaube, die finde ich doof. Nee, das kann er mal schön behalten. Den Dingens kaufe ich nicht. Das ist mir zu. Das will ich nicht sagen, ist Geldverschwendung, aber. Nee, glaube ich, brauche ich so nicht. So. Radkappenmine. Taschenmod für Rüstung. Plus 1. Nee. Was soll ich denn mit plus 1? Be seeing you. Achso, hast du irgendwelche Aufgaben? Südwest. Ja, komm, machen wir das mal. Brilliant. I guess this kind of makes us friends now. Und speichern hier. Quest
Wen haben wir hier? Wer ist er denn? Ach, Joel. Ist natürlich toll, ne? Dass wir einmal Jen und einmal Joel haben und die Quest dann mit dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens bezeichnet haben. Das macht total viel Sinn. Nicht? So, jetzt möchte ich dich gerne einmal reparieren. Was? Oder womit repariere ich dich? Ja. Ja, komm. Reparieren. Ist ja jetzt nicht so, als hätte ich nicht genug Repair-Kits. Von daher kann ich das ja mal gerne machen. Und dann gehen wir da nochmal wieder rein. Cool. Sobald man durch die Tür geht, schon... So, gibt es hier noch irgendwas? Nee. Geht die Musik vom Händler los. Das finde ich geil. Komm. Geh hier rauf, Junge. Jip. So, du kannst noch hier diesen geilen Helm für 400 kriegen und dann... Safe travels. Jo, bin ich auch durch mit dir für heute. Gut. Und... Wir sind tatsächlich auch durch mit dieser Folge. Ich weiß nicht, ob ich schon einen Screenshot habe tatsächlich. Deswegen gibt es hier mal wieder so ein nettes Händlerbild. Und dann soll es das für diese Folge und für diese Aufnahmesession auch eigentlich schon wieder gewesen sein. Haben wir endlich das Ding abgegeben und auch die Apotheke gelootet. Oder hatte ich die Apotheke schon in der letzten Folge gelootet? Ach, ich weiß es immer nicht mehr. Das ist eine Folge, verschwimmt zur nächsten. Ist irgendwie alles sehr ähnlich. Dann, bringen wir den Stuff nach Hause. Wobei, das kann ich jetzt noch eben machen. Dann wird die Folge halt eben ein bisschen länger. Ist ja jetzt nicht so, als seid ihr das nicht schon von mir gewöhnt. Hallo Hase. In den Rucksack habe ich bestimmt schon reingeguckt. Also mache ich gleich mein Minibike leer. Wir gehen nochmal nach oben. Ich gucke nochmal, ob ich einen Skillpunkt habe, den ich verteilen kann. Dann hau ich den natürlich auch nochmal auf den Kopf. Einen müsste ich, glaube ich, haben, aber da muss ja in Intelligenz. Da kommen wir ja sonst nicht dran vorbei. Da oben der Mais wächst schon sehr schön. Und da ist wieder die Bass-Musik. So, nimm mal mit, was geht. Ich glaube, hiermit kann ich nicht aufwerten, ne? Nee. Mit der Wrench. So. Na. Nimmst du mal bitte den Holzrahmen mit hier. Jupp. Ist auch geil, wie dezent dieser Riesenschatz da hinten angezeigt wird. Und hier oben wächst der Mais raus. Der ist schon... Ach. Ist alles schon aberntbar. Das ist ja cool. Vor allem auch die Kartoffeln. Aber da auch nicht alle. Seltsam, seltsam. Gut, was haben wir denn jetzt hier? Komm, nehmen wir erstmal das. Das bringt ja auch ein bisschen was. Waffenmunition. Da kommt der Basie rein. Dann nehme ich aber doch hier die Pixar nochmal raus. Basie da rein. Auch den Knüppel. Hier ist noch ein bisschen doofe Munition. Kohle habe ich ja auch drin. Ein Blei. Ja, geil. Das hätte ich mir auch irgendwie ein bisschen sparen können. Mods und Parts. Plöpp. Das kommt da rein. Auch dieses hier. Nochmal sehr viele unterschiedliche Parts mitgenommen. Das ist nicht schlecht. Technik. Zack. Das kann weg. Aufräumen. Zupf. Alt- und Metallkiste.
Lebensmittelwohlbefinden. Sehr schön, dass wir Goldrute dabei haben. Ich glaube, das war ein komisches Bier, ne? Na komm. Misch, misch. Und dann können wir, warte mal, wie viel Goldrute haben wir? 16. Dann würde ich nämlich gerne mal, Achso, hier unten haben wir noch... Das soll ja eingeschmolzen werden. Dann haben wir noch Kleidung, Lederstoff. Pop. Und... Die Krösi kann weg. Stopf, stopf. Hier Goldrute, Rezepte. Tee. Kann ich machen, kostet mich 3 Minuten 44. Oder 5. Gut, ist das nämlich schon mal weg. Sehr schön. Und wir holen jetzt nochmal eben. Wow, wow. Solange wie die Folge noch andauert. Bitte mit dem Basie im Anschlag. Dankeschön. Denn ich habe ja die Kopflampe an und sitze hier sozusagen wie auf dem Präsentierteller. Und das muss ja nicht sein. So, Dankeschön. Dankeschön. Ab nach oben. Düte zu, Affe tot. So. So viel Erste-Hilfe-Kits, wollte ich gerade sagen. Nee, so viel Reparatur-Kits. Das ist doch mal eine coole Sache. Restmüll vielleicht hier nochmal. Nee, nicht meine Goldrute. Die brauche ich noch. Ein Erste-Hilfe-Kit. Wie geil. Den Messbecher. Boah, packe ich hier ruhig auch erstmal rein. Essenstechnisch sieht es ganz gut aus. Aber ich würde mir trotzdem gerne hier mal kurz das einverleiben. Kleidung, Leder, Stoff. Waffen, Munition. Nee. Achso, nee, ich wollte hier in Mods rein. Robotikteile. Aha, aha, aha. Oh, wir haben ja noch Lebensmittel und nochmal eine Vierer. Eine Vierer-Axt. Die würde ich gerne hier einmal mit reinpacken. Sortieren, sortieren, alles gut. So, das wird auch nochmal durchsortiert. Und damit haben wir das durch. Sehr schön. Wie sieht es hier aus? Das kocht noch vor sich hin. Fertigkeitspunkte haben wir ein. Sehr schön. Dann kommt das in Intelligenz. Wunderbar. Das heißt, wir sind mit Intelligenz jetzt soweit durch. Jetzt können wir also in Mechaniker gehen. Sehr schön. Dafür müssen wir auch schon wieder Level 8 sein. In Mechaniker und Ingenieur, damit wir das Motorrad bauen können. Ja, es wird. Stück für Stück und es wird. So, was ich jetzt aber eben nochmal gucken wollte, war, ob wir jetzt auch... Ich dachte, wir können diese... Werkzeug. Es gab doch diese Stehlampen. Warum finde ich die hier nicht? Da, Laterne. Können wir die vielleicht beim nächsten Mal herstellen? Dann stellen wir uns hier eine Laterne hin, dann haben wir hier keine Fackeln mehr. Dann ist das vielleicht ein bisschen besser, das Licht. Da können wir dann vielleicht auch was Nützliches draus machen. Auf jeden Fall... Beim nächsten Mal Laterne herstellen, Garten abernten. Ja, da das hier um die Ecke ist, können wir eigentlich auch gleich mal hier die Shovel einpacken. Und dann kümmern wir uns um den Schatz und dann wollen wir hier mal so ein bisschen weiter looten. Hier habe ich ja noch so viel markiert, was gelootet werden muss und so. Und dann machen wir das einfach mal. Hier, guck mal, hier ist... Der Schatz und das vergrabene Dingens, dann können wir das ja beides zusammen machen.
ganz schön viel zu tun. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier alle in der nächsten Folge wiedersehen. Liken, teilen, abonnieren. Bis dahin. Tschüssi.